Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Ford Store Rahnenbrock, Iburger Straße in Osnabrück. Nordwestdeutschlands größte Ford-Ausstellung. Michael Hohnstedt, du bist reingekommen, hast da noch am Ende ein bisschen mitmachen dürfen, aber es hat nicht gereicht, um hier dieses Spiel noch zu drehen. Warum nicht? Ja, ich glaube für mich generell, die letzten 10 Minuten, oder was war das, 8 Minuten war halt extrem schwer. Wir haben nur noch hohe Bälle gespielt, haben irgendwie die Brechstange dann nochmal versucht rauszuholen. Aber generell das ganze Spiel, Erfurt kommt einmal vors Tor, schießen das Tor. Wir machen die Tore auswärts zurzeit nicht, kriegen einen rein und so verlierst du das Spiel hier. Du hast das Spiel auch halt lange von außen ein bisschen gesehen. Ihr wart nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft heute. Also nee. Du hast es ganz ordentlich gesehen. Nee. Ja, ordentlich reicht aber nicht auswärts zurzeit. Wie ich eben gerade gesagt habe, wir nutzen die Chancen nicht, die wir haben. Wir sind halt den kleinen Sachen, vielleicht bei Standards haben wir nicht so drauf zurzeit, wie wir sonst auswärts hatten oder zu Hause haben. Und wir kriegen mit der ersten Torchance ein Tor rein und dann laufen wir hinterher. Und klar, uns bringt aber nicht 70% Ballbesitz, wenn wir die Tore vorne nicht machen. Jetzt habt ihr zum Glück wieder ein Heimspiel, Chemnitzer FC. Da läuft es dann vielleicht wieder so wie gegen Kiel? Ja, hoffen wir uns alle, wünschen wir uns alle. Wir hoffen, dass die Fans auch trotzdem wieder zahlreich ins Stadion kommen. Es ist ein Verfolgerduell, aber ich glaube, es ist besser für uns, dass wir gar nicht da oben hingucken. Also es ist so eng und wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Und wir sind, haben eine schlechte Situation zurzeit. Wir haben in den letzten 6 Spielen 5 Niederlagen. Da heißt es einfach, den Kampf annehmen, volle Konzentration auf das nächste Spiel und das versuchen zu gewinnen. Und vor allem zu Hause. Christian Groß, Sie haben gut gespielt heute, 90 Minuten in Erfurt und dann fahren Sie doch ohne Punkt und ohne Punkte nach Hause. Das fühlt sich bitter an, denke ich. Ja, natürlich. Wir wollten nach dem Kiel-Spiel jetzt nachlegen. Versuchen natürlich den Dreier mitzunehmen aus Erfurt. Ja, es hat nicht gereicht. Also zwar ganz ordentlich gespielt, aber sind nicht zwingend geworden. Viele Freistücke zusammen, haben einfach nicht geschafft, das Tor aufzuholen. Und es tut einfach weh, weil was soll ich sagen, nach dem Spiel fehlen mir ein bisschen die Worte. Man kann sagen, ja, wir waren auch ein bisschen ratlos. Ihr habt eigentlich wirklich gut gespielt. In der ersten Halbzeit waren hauptsächlich Standards, die gefahren, brachten auf beiden Seiten so ein bisschen quasi. Okay, Revit hat den Pfosten getroffen mit seinem Freistoß und dann hat Erfurt eigentlich so die erste spielerische Situation wirklich und macht dann gleich aus der ersten richtigen Chance ein Tor. Also das ist ja auch ein harter Rückschlag dann, wenn man gut spielt, gut gespielt hat bis dahin und danach auch wieder ins Spiel kommt, aber trotzdem irgendwie nicht so richtig dann den Durchschlag schafft. So ist Fußball, ne? Fußball ist ein Ergebnissport, heute hat Erfurt ein Tor mehr geschossen als wir. Dann haben sie halt gewonnen, so ist das nun mal. Also das ist das Einzige, was ich jetzt dazu sagen kann. Natürlich, wir können uns davon nichts kaufen. Wir sagen, wir haben da gut gespielt oder das oder das gut gemacht. Am Ende haben wir mit einem Tor verloren. Mir wäre lieber, wir hätten irgendwie gewonnen. Wie lange dauert es jetzt, den Kopf wieder hochzukriegen? Am Samstag geht es dann wieder weiter gegen Chemnitz zu Hause. Spätestens wenn der Bus in Osnabrück ist, müssen wir nach vorne gucken. Also es ist eine englische Woche. Wir haben das Heimspiel gegen Kiel gezogen und wollen auch das Heimspiel jetzt gegen Chemnitz ziehen. So, und da geht es weiter. Also wie gesagt, jetzt im Bus können wir schmollen und grollen und alles andere. Aber wenn wir in Osnabrück sind, müssen wir nach vorne schauen. Die Tabelle ist eng, wir müssen einfach gucken, dass wir punkten. Ja, und da haben wir gleich Samstag wieder die Chance. Das ist auch eine schöne englische Woche.